Zwei heilige Grundsätze gibt es in meinem Leben. Der erste ist die Liebe, die ich für meine Familie empfinde. Der zweite niemals die Zukunft dem Schicksal überlassen. Ich gehe immer auf Nummer sicher. Und ich würde sogar noch einen dritten Grundsatz hinzufügen, oder noch besser, eine Regel. Sollte irgendetwas oder irgendjemand einen dieser beiden Grundsätze, dann nehme ich die Sache selbst in die Hand. Das erste Mal, als ich jemanden habe umlegen lassen, wobei ich ihn eigentlich nur verpfiffen habe. Nun, der Kerl ist im Hudson River gelandet, direkt bei Pier 27. Der muss mittlerweile nasser als ein Fisch sein. Sie hätten sein Gesicht sehen sollen. Was einem so in den Sinn kommt, wenn man glaubt, man muss gleich sterben. Plötzlich konnte ich an nichts anderes mehr denken als daran, wie gern ich doch einen Fisch als Haustier gehabt hätte. Wie auch immer. Ich war 14 Jahre alt. Ich träume heute noch von ihm, von seiner Witwe und seinem Sohn. Spätestens da stand für mich fest, dass ich mir einen Fisch kaufen würde. Doch zuerst. Heutzutage bereue ich nie etwas, ob ich nun selbst abdrücke oder nicht. Ich weiß nicht, es scheint mir sogar irgendwie Spaß zu machen. Hi, erstmal herzlich willkommen zurück und ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt Zeit haben. Das andere war aber so schön die ganze Zeit gewesen, dass man gar nicht so schnell hätte reagieren können. Falls irgendjemand noch Zweifel daran haben könnte, wer hier der Boss ist, lege ich meine dreckigen Schuhe auf diesen Luxustisch, um zu beweisen, dass das alles mir gehört. Genau. Und auch schön, ich wollte jetzt weiter aufnehmen und den Spielstand einfach neu, was heißt ja, neu laden, kannst du ja mal normalerweise fortsetzen. Der war aber am Arsch gewesen und ich dachte schon, ich müsste das ganze Spiel nochmal spielen. Zum Glück nicht. Man kann sich, das habe ich dann aber ja später gesehen, dass man sich doch noch einen anderen Spielstand auswählen kann, dass das halt kapitelmäßig irgendwie kommt. Aber ja, habe jetzt ungefähr 25 Minuten im Ladebildschirm verbracht, weil er den Spielstand einfach nicht geladen hat. Der hat sich totgeladen. Das, boah. Seine Pupillen sind geweitet und ein kleines Lächeln umspielt seinen Mund. Dieser Wichser genießt das. Ja, und wir werden. Ich dachte schon beim letzten, okay, da habe ich ja vielleicht ein bisschen mehr Zeit und ich muss bloß eine Sache durchlesen, aber hätte ich ihn, glaube ich, unterbrochen, wäre es vorbei gewesen, weil er hat ja gesagt, ist ja unhöflich. Warte, das Foto eigentlich, oder? Wenn ein Mafia-Boss seine Liebe für seine Familie kundtut, dann kann das nur bedeuten, dass er A. nicht zögern würde, deine eigene Familie zu zerstören und B. dass er seine Frau betrügt. Ist ja für Bedingung überhaupt. Hä, warum? Sehe ich jetzt zwar irgendwie nicht so, aber okay. Aber naja. Der Typ zögert nie beim Abdrücken. Selbst wenn ich nicht gesehen hätte, was er Jimmy angetan hat, hätte ich doch gewusst, dass er nicht blufft. Ich wusste, dass ich es schaffen konnte, lebendig dort wieder herauszukommen. Okay, nice. Ich hatte jetzt bloß eigentlich gedacht gehabt, gut, ich wollte ihn ausreden lassen, weil sonst unhöflich, aber vielleicht hätte ich ihn doch unterbrechen müssen, weil ein bisschen vorweggreifen oder so, dass er überrascht ist, keine Ahnung, aber wäre wahrscheinlich so, ja, du warst gerade dabei gewesen. Vier? Oder muss ich vier Dinge zusammentragen? Okay, ein Zeichen der Überlegenheit. Ich habe aber ein bisschen das Gefühl, das wird nach hinten losgehen. Wenn das wieder so sein sollte, ich glaube, bei in der letzten Folge habe ich da die Tode alle drinnen gelassen. Ich habe mich ja ein paar Mal falsch entschieden. Aber ich weiß das leider nicht mehr. Es sind ein paar Tage her. Ich probiere es mal. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Angabe ist, von wegen wie viel ich da zusammentüdeln muss. Okay, anscheinend nicht. Behauptet. Ist das vielleicht zusammen? Auch nicht. Oh Gott, das kann ein bisschen dauern. Überlegenheit.
Ja, und der Druck setzen ist halt... Ja, das war's mit dem Na... Oh. Ja, jetzt muss ich... Irgendwie... Ich bin halt schon ein paar Tage aus dem Spiel wieder raus. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt unbedingt... Aha. Nochmal sicher. Muss Karriere. Aber das passt ja nicht, weil ich das schon mal verkackt hatte, ne? Ja. So, geht doch nochmal sicher. Vielleicht doch dann die Überheblichkeit. Überlegenheit, so nicht Überheblichkeit. Kann auch sein, dass ich auf falscher Fährte bin, aber... Okay, und eins brauchen wir, glaube ich, noch. Das nervt. Ich bin gerade am überlegen, ob ich an der Stelle jetzt hier einen Cut mache und dann... Also ich weiß nicht, ob die 4 darunter heißt, dass wir 4 Sachen zusammensammeln müssen. Oder ob ich halt einfach bloß am, zum falschen... Naja. Weiß ich nicht. Aber das hat ja nicht funktioniert, ne? Ich glaube, ich werde an der Stelle wirklich einen Cut machen und dann weiter rumraten, weil ich bin gerade ein bisschen... Na, ist aber nicht noch, also... Bevor ich nicht noch unnötig länger dauern, also... Bis gleich. Nein. O'Learys Frau hat eine Affäre mit Colbert. Soll ich das O'Leary auf einem Silbertablett servieren? Oder Colbert drohen, damit er mich aus dieser Scheiße herausholt? Und, tja, das war's, glaube ich. Wissen Sie was, Black Zed? So weit bin ich noch nie gekommen. Herzlichen Glückwunsch. Sie gehen mit Stil von der Bühne. Ich wollte Sie nicht unterbrechen, weil ich Sie respektiere. Auch das, was Sie sagen. Aber eigentlich bin ich hier, um Ihnen zu helfen. Ihre Frau hat eine Affäre mit Colbert. Was? Ich? Niemals. Die Sache ist die, Ihr Wort gilt mir nichts. Naja, und da Sie mir keine Beweise gebracht haben? In meiner Manteltasche rechts. Black Zed, Black Zed, Black Zed. Oh, danke sehr. Und es tut mir leid, dass ich voreilige Schlüsse gezogen habe. Zuerst werden Sie einfach so von Wilson verprügelt. Und jetzt das hier. Wobei wir sicher einer Meinung sind, dass ich allen Grund hatte, argwöhnisch zu sein. Sie sind ja aus Yales Apartment weggelaufen. Aber natürlich ist Ihnen klar, dass man auf dieser Welt niemandem trauen kann. Nehmen Sie, ist nur fair. So sehr ich die Geste auch zu schätzen weiß. Ich will Ihr Geld nicht. Also schön. Verstehe schon. Kein Problem. Ehrlich. Oh, Black Zed. Ist das nicht eine eher seltsame Zeit für einen Besuch?
Ihre Nachricht war wichtig, aber doch nicht so dringend. Die hätte auch bis morgen warten können. Meinen Sie nicht? Wir Katzen und Wölfe jagen nachts. Ich wünschte, ich würde gerade an einem Noir-Roman schreiben. Dann könnte ich den Erzähler ein paar pointierte, ironische Anmerkungen anbringen lassen, um zusammenzufassen, was ich gerade durchlebt habe. Die düsteren Gassen von New York erinnerten mich an den Zustand meiner Seele. Nein. Der Herbst hing über mir wie... Der Herbst traf mich mit der ganzen Macht meiner längst verlorenen Jugend. Nein, das ist es nicht. Der Herbst kam mit der ganzen Wucht des schlechten Gewissens über mich. Oh, noch schlimmer. Der Herbst kündete vom eisigen Hauch des nahenden Todes. Medioker, aber immerhin wahrheitsgemäß. Entgegen aller Wahrscheinlichkeiten erwachte ich am nächsten Morgen klaren Blicks und guter Dinge. Und ich hatte den unbekannten Angreifern zu danken. Die Prügel hatte ihren Tribut gefordert. Doch zum ersten Mal seit Monaten hatte ich wie ein Baby geschlafen. Bitte, Helen, Konzentration. Na gut, 5 Minuten. Gleich geht's mit der weithändigen Rückhand weiter. Also, Mr. Blackmore, was kann ich für das FBI tun? Arbeiten Sie mit den Behörden zusammen. Sie brauchen bloß zu reden. Ich lasse gerne meine Taten für sich sprechen. Aber Sie dürfen trotzdem weniger um den heißen Brei herumreden. Können wir vielleicht unter 4 Augen reden? Alec! Komme! Sie haben 4 Minuten, Mr. Blackmore. Also, machen Sie das Beste draus. Ist das jetzt Dings seine Frau oder wer ist das? Und warum Blackmore? Und seit wann sind wir vom FBI? Wer mehr? Aber was Neues? Okay, vielleicht ist es so ein Schmugglergut. Ja doch, dann müsste das ja Dings sein. Und ich glaube, die uns angegriffen haben, das war doch diese Rocker, die da dran stand, oder? Kam jetzt ein bisschen unverhofft. Oha, weil... vielleicht können wir auch alles fragen. Mal gucken. Man sagt, sie hätten zurzeit ein Verhältnis mit Al Stone, dem Boxprofi. Stimmt das? Wow, das FBI weiß wirklich, was es tut. Wen von den 100 Millionen Amerikanern, die davon wissen, haben sie denn erpresst, um an so streng vertrauliche Informationen zu kommen? Reden Sie doch nicht um den heißen Brei herum. Wir wissen, warum Sie mit dem zusammen sind. Ach, dann stehen Sie also auch auf seinen Bizeps. Desmond O'Leary hat Sie beauftragt, Stone zu verführen. Warum? Was? Nein, ich habe Al zufällig getroffen, bei einer Party. Einer Party von Desmond O'Leary. Nein, das
kann nicht sein. So gerissen kann doch niemand sein, selbst er nicht. Verdammt, ich hasse diesen Mistkerl. Wir wissen von Ihnen und Desmond O'Leary. Wow, Ihr Scharfsinn verblüfft mich immer wieder. Ach, verstehe. Beim FBI werden die Sandwiches in Klatschblätter eingewickelt. Die Sache ist... also... Wissen Sie, ich würde gern diesen Teil meiner Vergangenheit ungeschehen machen, aber... egal. Bereuen Sie etwas? Werbung bringt mehr Geld als Trophäen. Ist das zu glauben? Mit einer so zwielichtigen Gestalt in Verbindung gebracht zu werden, kann meinem Ruf nur schaden. Glauben Sie mir, man sollte sich niemals mit einem verheirateten Mann einlassen. Uns ist bekannt, dass in Ihrem ersten Jahr als Profi bei mindestens 6 Partien im Vorfeld Absprachen getroffen wurden. Und? Sie haben alle davon gewonnen. Wollen Sie mich beleidigen? Auf dem Platz gebe ich alles. Es ist nicht meine Schuld, wenn meine Gegnerinnen das anders sehen. Sie können die gerne vernehmen. Wie auch immer. Jetzt weiß ich, warum Sie O'Leary erwähnt haben. Was haben Sie wirklich gegen ihn in der Hand? Und sagen Sie jetzt nicht illegales Glücksspiel. O'Leary ist ein Mörder. Jeder kriminellen Organisation klebt Blut an den Händen. Seine ist da keine Ausnahme. Und wir haben Beweise. Ich meine das ernst, Miss Moore. Amerika kann es sich nicht leisten, dass jemand seine Grundfesten so erschüttert. Und Amerikas Liebling kann sich das auch nicht leisten. Helfen Sie uns. Reden Sie mit uns. Und warum sollte ich, Mr. Blackmore? Was habe ich zu gewinnen? Oder zu verlieren? Ihnen ist doch klar, dass Ihre Karriere am Ende ist, wenn publik wird, was wir wissen. Und das will doch keiner, oder? Eigentlich ist es ganz einfach. Kann die sich glücklich schätzen? Haben Sie Feuer, Sir? Die perlweißen Zähne von jemandem, der kaum raucht. Mache ich Sie nervös? Mist. Fast kein Benzin mehr. Soll ich Ihnen meinen Trick verraten? Erst nach unten... dann nach oben, dann wieder nach unten. Danke. Ich weiß nicht, was Sie von mir hören wollen. Sie versuchen, O'Leary etwas anzuhängen, vielleicht aus gutem Grund. Aber bei mir sind Sie an der falschen Adresse. Glauben Sie mir, wenn ich auch nur die leiseste... So, es ist Zeit fürs Rückhandtraining. Avanti! Rauchen Sie? War mir ein Vergnügen, Mr. Blackmore. Hast du mein Wasser mitgebracht? Sie hat die Zigarette weggeworfen? Dir ins Gesicht? Was bist du doch für ein Loser? Zu dumm, dass ich Cassidy auf den Fersen sein musste. Wäre ich da an Ort und Stelle gewesen, hätte Amerika keinen Liebling mehr. Also, was meinst du? Wir beide, wir tauschen nächstes Mal die Plätze, ja? Du bist dran. Was hast du herausgefunden? Ja, das wird dir gefallen. Bist du soweit? Ich habe Neuigkeiten, aber auch einen unglaublichen...
Black Sad. Mein Mann ist verschwunden. Was? Wer? Ach, Mrs. Colbert. Doch gestern Abend hat ihn jemand angerufen. Er hat gesagt, er müsse arbeiten und ist noch nicht wieder zurück. Seit gestern Abend hat ihn keiner mehr bei der Arbeit gesehen. Und seit unserem ersten Gespräch habe ich nichts mehr von Ihnen gehört. Haben Sie etwas herausgefunden? Er ist mit seiner Geliebten durchgebrannt. Weit weg, irgendwohin. Weiter weg, als Sie sich das vorstellen können. An Ihrer Stelle würde ich ihn vergessen. Es ist Zeit, um... Was? Warum haben Sie mir davon nichts gesagt? Ich weiß, ich hätte was sagen sollen. Ich fürchte, ich kann die Wahrheit vor Ihnen nicht verbergen. Mrs. Colbert? Ja, aber was war das denn gerade? Hast du mir vielleicht nicht alles erzählt? Mag sein, aber jetzt bist du an der Reihe. Erzähl mir mal von Cassidy. Komm schon, spuck's aus. Ich habe nichts gefunden, was zwangsläufig darauf hindeutet, dass Cassidy etwas mit dem Mord an Dan zu tun hat, aber... Na, wenn das keine Story ist... Aber ich weiß, dass Cassidy heute Abend Poker mit einem gewissen Howard M. Farnham II. Spielen wird. Einem texanischen Tycoon, der auch beim Boxen mitmischen will. Ja. Ich weiß auch, dass sich Cassidy und er noch nie persönlich getroffen haben. Und dass Farnham, der im Belfort Hotel abgestiegen ist, sein Zimmer nicht verlassen hat. Offenbar hat er die Nacht dort mit 3 Flaschen Bourbon verbracht. Also, nun zu meinem unglaublichen Plan. Ich schleuse mich ins Hotel, schlage ihn K.O. und übernehme dann, unauffällig, aber hochprofessionell, seinen Platz beim Poker. So müsste ich Cassidy zum Reden bringen. Na? Na, was meinst du? Unglaublich, oder? Hatten wir uns nicht darauf geeinigt, dass du dich nächstes Mal um Helen Moore kümmerst, während ich Cassidy übernehme? Nein,